Wir schreiben Sonntag, den 18. November 2018. Heute ist Volkstrauertag. Lasst uns eine Schweigeminute einlegen. Dann schön lang, so eine Minute, reicht ja auch. So war ein Zeitraffer. Ja, jeder feiert das anders oder begeht das anders, wie auch immer. Ich habe heute sowieso einen besonderen Grund zum Feiern, also mache ich das auch. Traurig bin ich auch, aber ist egal, feiert auch wieder. Was ist der Grund meiner Feier? Erstmal seht ihr ja, ich habe mich hier im Gästeklo eingeschlossen. Bin ja knallhart, muss ja keiner dabei sein und mein Elend sehen. Ich habe heute den letzten Sonntag in meinem ganzen Leben im November, wo ich eine 4 vorne habe. Ab nächste Woche sieht das anders aus. Ist doch alles scheiße. Also habe ich mir gesagt, feierste. Puh, ist ja auch schon 20:30 Uhr. Da kann man das mal machen. Ich habe mir was besorgt. Liebe Kinder, bitte, bitte nicht nachmachen. Ne? Das dürfen nur die Großen, die das auch vertragen. Oder auch nicht, wie halt auch immer. Ja, ich hätte ja lieber was anderes genommen. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding, ne? Das Stein nehmen lassen. Ich bin ja so mehr der süße Typ, Likörchen und so. Wobei, ich vertrage ja auch nichts mehr. Ja, ich halte meine Rede auf mich. Liebe Solli Sonnenschein, du bist eine ganz dufte, taffe Frau. Du machst das. Ich wünsche dir noch viele, viele andere Zahlen. Ganz vorne. Und ja, ein Prosit, ein Prosit, der lieben Solli. So, hopp, hopp, drin im Kopf, ich hab schon wieder Haare im Mund. Lieber Haare im Mund wie auf der Zähne. So, dann wollen wir mal. Ein Racheputzer. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich erkläre die Feier hiermit für beendet, weil noch so ein Ding, der, Entschuldigung, das brettert mich ja total nieder. Ja, dann wünsche ich euch noch was, ne? Wenn wir uns das nächste Mal hören, bin ich 25, zweimal, egal. Oh, und dann schönes Wochenende noch. Macht es gut, auf Wiedersehen.